أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir heißen euch herzlichst willkommen im Hause Allahs subhanahu wa ta'ala, und wir bitten Allah azza wa jal, den Allmächtigen, dass er uns unsere Sünden vergibt mit der heutigen Sitzung und dass Allah azza wa jal niemand von uns hier herausgehen lässt, bis er mit ihm zufrieden ist. Möge Allah azza wa jal uns nicht erst sterben lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Unsere heutige Sitzung, und wir werden unsere Unterrichtsreihe fortfahren über die Geschichten der Sahaba radiyallahu anhum ajma'in, liebe Geschwister. Und jeder von uns sollte wissen, wir reden hier nicht über irgendwelche gewöhnlichen Menschen, sondern wir reden über diejenigen, die die Botschaft des Islam getragen haben. Und sie haben es mit Würde getan und Allah Azza wa Jal war mit ihnen zufrieden. Sie haben den richtigen Glauben verinnerlicht und sie waren ein wahres Vorbild für die gesamte muslimische Umma. Wallahi, tallahi, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen ausgesucht hat, damit sie die Botschaft vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterstützen und ihm zum Sieg verhelfen, dann sollten wir lernen, wer diese Personen sind. Denn wenn wir ihnen nachmachen, wenn wir so sind wie diese Personen, wenn wir in unserem Glauben so nacheifern wie diese Personen, dann wird es nicht lange dauern und Allah wird uns den Sieg schenken. Für Allah ist das ein leichtes. Glaubt nicht, dass die Situation, in der wir sind, so kompliziert ist, dass Allah uns nicht den Sieg geben kann. Allah kann uns innerhalb von Sekunden den Sieg geben. إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Wenn Allah eine Sache bestimmt, dann sagt er nur sei und so wird sie. Wenn Allah will, dass wir in diesem Moment siegreich sind wie Muslime, dass wir die Fahne La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah über alle anderen Fahnen tragen, dann kann Allah das sofort machen. Es geht aber nur um eine Sache. Sind wir es würdig, dass Allah uns zum Sieg verhilft oder nicht? Und solange wir nicht unsere Religion lernen, unsere Religion praktizieren, nach diesen großartigen Vorbildern unseren Glauben richten, wallahi, solange werden wir niemals den Sieg bekommen. Erst wenn wir aufwachen, dann haben wir uns vom Tod entfernt. Aber solange wir schlafen, wird der Tod ein schlimmer Tod für uns sein. Möge Allah Azza wa Jal uns Sicherheit an dem Tag geben, an dem wir vor ihm stehen. Liebe Geschwister, die Sahaba sind die besten Menschen nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir müssen sie lieben. Lieben. Und nicht nur lieben, auch verteidigen. Wenn du hörst, dass eine schmutzige Zunge über einen Sahabi, den Allah und sein Gesandter geehrt haben, etwas sagt, dann lässt du diese Person nicht einfach mit dem Gesagten, sondern du sagst ihm, schau mal, entweder bist du unwissend oder du bist einer, der sich Allah und seinem Gesandten widersetzt. Und wenn du behauptest, dass du an Allah glaubst und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgst, nimmer würdest du etwas gegen eine Person sagen, den Allah und sein Gesandter mit Lob überschüttet haben. Wird einer etwas gegen eine Person sagen, den Allah und sein Gesandter bestätigt haben? Wer macht so etwas? Nur ein, wie die Gelehrten haben, ein Heuchler oder ein Kafir oder ein Fasik, walayyadu billah. Ein anderer macht das nicht. Denn diejenigen, die wissen, dass diese Vorbilder, diese Menschen dem Propheten Muhammad sallallahu zum Sieg verholfen haben, sie lieben diese Person für Allah subhanahu wa ta'ala. Unser heutiger Held, Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiyallahu anhu wa arda. Ich habe eine Frage, liebe Geschwister, bevor ich mit dieser Geschichte anfange. Wenn ich jetzt euch fragen würde,
Wer war Abu Ubaidah ibn al-Jarrah? Wenn es im besten Fall wäre, dann könnte man mir ein oder zwei Informationen über diese Person geben. Aber ich frage jetzt umgekehrt. Ich frage nach Michael Jackson. Wer kennt Michael Jackson? Jeder. Klein, mittelgroß oder groß wird mir Informationen über ihn geben können. Das war der, der immer so mit seinen Schritten gemacht hat. Mal war er rechts und mal war er links. Jeder weiß eine Menge über diesen Sänger. Aber warum über ihn ja? Und über denjenigen, der dem Islam geholfen hat, nein. Wir sollten lernen, die Informationen, die in unseren Köpfen sind, über unbedeutende Menschen zu löschen und sie zu ersetzen mit wahren Helden, die Allah und sein Gesandter bestätigt haben. Unter ihnen auch Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiyallahu anhu warda. Denn dieser Mann war ein wahrer Held, liebe Geschwister. Jemand, den man sofort lieben wird, wenn man hört, was er für den Islam geleistet hat. Er gehörte zu denjenigen, die den Islam schon sehr früh angenommen haben. Subhanallah. Und so ist das. Manch einer ist sofort überzeugt. Allah gibt ihm etwas in seinem Herzen und er ist Allah subhanahu wa ta'ala total ausgeliefert. Er kann nichts machen. Er sagt, subhanallah, ich habe mich umgedreht und plötzlich, ehe ich mich versehen habe, habe ich angefangen, den Islam zu praktizieren. Aber was dazwischen passiert ist, das ist so wie eine Lücke in seinem Kopf. Warum? Weil Allah wollte sein Herz recht leiten. Und wen Allah leitet, und wen Allah recht leitet, für den wirst du niemanden finden, der ihn in die Irre führt. Und wen Allah in die Irre führt, für den wirst du niemanden finden, der ihn zum rechten Weg leitet, liebe Geschwister. Allah hat Abu Ubaidah radiyallahu anhu arda zum richtigen Weg geleitet. Und er war einer der Ersten, der den Islam angenommen hat. Und der Grund dafür war Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu arda, als er Muslim geworden ist, kamen 5 durch seine Hand. Und sie waren alle von den Mubashirin, von denjenigen, die die frohe Botschaft bekommen haben, dass sie das Paradies im Jenseits für ewig bekommen werden. Möge Allah uns mit ihnen versammeln. Diese 5 Leute sind sofort und wurden vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam unterrichtet, dass sie ebenfalls Paradiesbewohner sind. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah war einer von ihnen, liebe Geschwister. Er gehörte zu den Paradiesbewohnern, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und er nannte hier Personen, Abu Bakr fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Talha fil Jannah, wa Zubair fil Jannah, wa Abdul Rahman ibn Auf fil Jannah, wa Sa'id fil Jannah. Und er vergaß nicht, wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat die Namen genannt, so wie sie sind, damit diese Leute genau wissen, dass sie im Paradies sind. Warum? Allah kannte ihre Herzen und hat ihnen aufgrund dessen die frohe Botschaft übermitteln lassen. Machen wir einen kurzen Stopp. Wenn einer, der die Berechtigung hätte, wie ein Rasul dir heute die Nachricht überbringt, du bist im Paradies, glaubst du, deine weiteren Tage sind schön oder nicht? Dann kann kommen, was will, oder? Du wirst dich von nichts mehr beirren lassen, denn in deinem Kopf schwebt nur, sobald ich tot bin, komme ich wohin? In das Paradies. Zwischen dir und dem Paradies ist nur der Tod. Aber wir wissen das nicht. Vielleicht kommen wir ins Paradies, aber vielleicht auch in das Höllenfeuer. Möge Allah mit uns barmherzig sein. Keiner von uns weiß das, liebe Geschwister. Aber wir wissen eine Sache. Das ist der Weg, der zum Paradies führt. Und deswegen hören wir auch die Geschichten von Paradiesbewohnern. Und das ist der Weg, der in das Höllenfeuer führt. Denn für die Hölle musst du nichts tun. Für die Hölle brauchst du dich nicht anzustrengen. Die hast du sicher. Die hast du sicher. Aber für das Paradies musst du dich anstrengen. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna silat Allahi ghaliya. Wahrlich, die Ware Allahs ist teuer. Inna silat Allahi al-Jannah. Wahrlich, die Ware Allahs ist das Paradies.
Sie ist teuer, aber sie ist das Paradies. Du musst bereit sein, den Preis zu bezahlen, damit du dieses Paradies bekommst. Und du kannst nur bereit sein, diesen Preis zu bezahlen, wenn du innerlich überzeugt bist von dieser Religion, nach dieser Religion lebst und mit dieser Religion sterben wirst. Aber das ist ein langer Weg. Allah prüft dich. Mit allem, was du dir vorstellen kannst, je nach deiner Glaubensstufe, weil Allah Azza wa Jal gerecht ist. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah erlegt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Und glaube mir, dass Allah dich anders prüft als deine Brüder, die in anderen Ländern sind und eine ganz andere Prüfung jetzt gerade erfahren, hat nur damit zu tun, dass Allah deine Glaubensstärke kennt und er kennt auch die Glaubensstärke der anderen. Schaut, wie die Sahaba geprüft wurden. Wenn wir nur die Geschichten hören, wir sagen, Alhamdulillah, möge Allah uns nicht mehr auftragen als das, was die Leute damals durchgemacht haben. Möge Allah uns nicht dieselben Prüfungen geben, weil wir wissen, wir hätten das nicht ausgehalten, liebe Geschwister. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir durch die Stadt laufen, na, einige von uns sind bärtig, wenn man fünfmal komisch angeguckt wird, dann möchte man am liebsten schon das Handtuch schmeißen. Diese Prüfung, ich halte sie nicht aus, das ist mir alles zu viel. Oder eine Schwester, die angeguckt wird wegen ihrem Niqab, wegen ihrem Gesichtsschleier oder wegen ihrem Hijab. Sie sagt auch, ach, das ist mir alles zu viel. Was haben wir denn bis jetzt an Prüfungen erlebt? Ich habe eine Frage, liebe Geschwister. Wer von euch hatte bis jetzt eine richtige Prüfung? Bitte. Der soll sich melden. Es gab Leute, die sind 5 oder 10 oder 15 oder 40 Jahre ins Gefängnis gegangen für Allah. Und es gab Leute, die wurden zerstückelt für Allah subhanahu wa ta'ala. Wo ist deine Prüfung? Siehst du das als Prüfung, dass die Menschen dich mit einem verachtenden Blick angucken? Sei froh, dass das nur ein verachtender Blick ist. Denn es gibt Gegenden, wenn du dort Muslim bist und sie sehen, dass du Muslim bist, Wallahi, sie werden dir das Leben zur Hölle machen. Du wirst das nicht lange aushalten. Deswegen vergleiche die Prüfung, die wir jetzt haben, mit anderen Prüfungen. Es gab Sahaba, die standen vor einem kochend heißen Ölkessel und man sagte ihnen, entweder verlasst ihr eure Religion oder ihr werdet hier reingeschmissen. Denkt ihr, sie haben ihre Religion verlassen? Nein. Weil sie wussten, diese Religion ist die einzige und beste und wundervollste Sache, die ich in meinem Leben bekommen habe. Sie wussten das. Die Religion ist alles. Deswegen einer der großen Gelehrten, er hat ein wunderschönes Beispiel geprägt, indem er gesagt hat, die Religion, der Glaube für uns ist so wie das Wasser für einen Fisch. Wenn der Fisch herausgenommen wird aus dem Wasser, dann stirbt er. Dann stirbt er. Er kann nicht ohne Wasser. Und du als Muslim solltest eigentlich nicht leben können ohne Iman. Der Iman, der Glaube, ist das Einzige, was dir eine wahre Hoffnung auf das Paradies gibt. Schaut mal, werden wir nicht ungerecht behandelt hier in diesem Land auch? Ja, man schreibt über uns Islamisten und Terroristen. Gestern war ich in Kaufland und man hat mir das nur erzählt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Da waren Jugendliche, ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, die gehen ja abends immer dort einkaufen. Was kaufen sie, was denkt ihr? Na, Alkohol. Also, sind die normal oder sind die nicht normal? Wir wissen, die sind nicht normal. Ihr Tag besteht darin, dass sie sich die Hucke vollhauen. Jeder rülpst dann so laut, dass die Engel erschrecken. Und das war ihr Tag. Das war ihr Tag. Und so gehen sie nach Hause. A'udhu billah. Wallahi, ein Leben wie jemand, der niemals was vom Leben verstanden hat. Und einer sagte so, aber ich habe es nicht gehört, passt auf, dass nicht gleich eine Bombe hochgeht. Wallahi, schaut mal, liebe Geschwister. Leute, die keine Rechtleitung haben. Und mit Sicherheit haben die keine Rechtleitung. Wenn sie zufrieden wären mit ihrem Leben, dann müssten sie nicht die Unzufriedenheit durch etwas ersetzen, was sich Alkohol nennt. Oder Drogen allgemein, richtig? Wenn du zufrieden bist mit deinem Leben, dann nimm keine Drogen. Und ich danke Allah dafür, dass er mich nicht damit erniedrigt hat, wie er andere Leute erniedrigt hat. Schaut mal, subhanallah, Leute, die keine Zufriedenheit in ihrem Leben haben, wollen dir einen Maßstab für Zufriedenheit geben. Wie? Wie? Aber wir können Menschen einen Maßstab geben für Zufriedenheit, indem wir ihnen sagen, nimmt den Islam an, glaubt an Allah, denn diese Hoffnung, wallahi, diese berechtigte Hoffnung, dass du nach dem Tod nur eine Chance hast und wäre es eine Millionstel Chance, in das Paradies kommst, das ist dein größter
das ist dein größter Hoffnungsträger. Stellt euch vor, ihr wüsstet schon, ihr kommt ins Höllenfeuer. Könnte man so leben? Nein. Man kann so nicht leben, weil man weiß, das wird ein grauenvoller Tod werden. Du zählst die Sekunden, aber weil du weißt, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah wird mit mir gnädig und barmherzig sein, wenn er auch sieht, dass ich aufrichtig in seiner Religion und auch um die Religion gekämpft habe, dann bi'idhnillah ta'ala kann es sein, dass Allah mir diese Barmherzigkeit gibt. Wie ist dieser Zustand? Und wie ist der andere Zustand? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radiallahu anh ist im Paradies. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm diese großartige Nachricht überbracht, liebe Geschwister. Und hört, welche Stellung er hatte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Inna li kulli ummatin aminan. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. In jedem Volk gibt es jemanden, dem jeder vertrauen kann. Und der Vertrauenswürdigste in unserer Umma ist Ubaidah ibn al-Jarrah. Allahu Akbar. Das würde reichen. Wenn wir jetzt den Unterricht beenden würden, es würde reichen, um diesen Mann kennengelernt zu haben. Der Vertrauenswürdigste in unserer Umma. Subhanallah. Heißt es, er war besser als Abu Bakr und Umar? Nein. Aber es gab Sahaba, die haben halt bestimmte Eigenschaften gehabt. Und der Prophet, er wollte uns zeigen, der war gut und der war gut. Der hatte diese Eigenschaft und der hatte diese Eigenschaft. Stell dir vor, du wärst unter den Sahaba. Radiallahu anhu. Ist einer von euch manchmal traurig, dass er nicht unter ihnen war? Wer ihr sagt, nein. Kriegt ihr uns verboten. Wallahi. Wenn du unter ihnen wärst, stell dir vor, der Prophet Muhammad sallallahu kommt zu dir und sagt, derjenige, der das und das ist Abdullah. Das ist Muhammad. Das ist Tufan. Und so weiter und so weiter. Wer will das nicht? Das ist doch etwas, was dein Herz belebt, weil du weißt, es kommt nicht von irgendjemand. Nicht, dass ein Alkoholiker dich bestätigt. Ja, Günther, ich muss dir sagen, du bist ein dufter Kerl. Super Zeugnis. Jetzt, weil ich ein Zeugnis habe von jemandem, der kurz vorm Umfallen ist, sage ich Yippie? Nein. Niemand anderes hat dir dieses Zeugnis gegeben, außer derjenige, der nicht aus Gelüsten spricht. Und das ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Und hört, welche gigantische Position er im Islam eingenommen hat. Denn jeder von uns sollte wissen, der Islam gibt dir deine Ehre und deinen Stolz. Nichts anderes wird dir Stolz geben, außer den Islam, bei Allah. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu sagte, und das sind Wörter, die müssen eigentlich mit Gold geschrieben werden. Er sagte, inna kunna fil jahiliyya. Wir waren in der Jahiliyya. Und er sagte, kunna adhalla qawmin. Wir waren das erniedrigste Volk. Das war vor dem Islam. Fa'azzana Allahu bil Islam. So hat Allah uns durch den Islam was gegeben? Stolz. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَ اللَّهُ. Solange wir versuchen, durch etwas anderes, außer durch den Islam, unseren Stolz zu bekommen, solange wird Allah uns erniedrigen. Alles. إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أي كتاب؟ القرآن. إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ. Allah erhebt mit diesem Koran was? Völker. Er gibt ihnen Ehre, Izza, Stolz. Schaut mal Ibn Mas'ud, wie er behandelt wurde. Als Schafshirte von diesen Verbrechern, diesen Kuffar. Aber als Allah ihnen den Sieg gab durch den Islam und der Islam in ihren Herzen einen Wohnort gefunden hat, subhanallah, wie Allah sie siegen gelassen hat über diese Kuffar. Abu Sufyan kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das war in der Schlacht nach Uhud. Denn in der Schlacht von Badr hat wer gesiegt? Die Muslime oder die Feinde Allahs? Die Muslime. Und in der Schlacht von Uhud haben leider die Feinde Allahs gesiegt. Abu Sufyan kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er sagte zu ihm, wir sind quitt. Ihr habt hier gewonnen. Und wir haben in Uhud gewonnen. Er sagte, bei Allah,
wir sind die Gewinner, denn unsere Toten sind im Paradies und eure in Jahannam. Allahu Akbar. Wer ist der Gewinner? Diesen Tod und diesen Tod, ja. Aber die, wal'iyadu billah, die werden das Höllenfeuer bekommen nach ihrem Tod. Und diese Leute werden in Na'im leben, in Wonne. Das sind diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden war, liebe Geschwister. Du wirst nur Ehre und Stolz bekommen durch den Islam. Einer von uns denkt, wenn ich jetzt einen tollen Beruf habe, wenn ich jetzt selbstständig bin, wenn ich jetzt so viel Geld mache, dass die Leute mich beneiden, dass jeder sagt, MashaAllah, was für ein dufter Kerl, dieser Mann hat es zu etwas gebracht. Sei dir sicher, diese Wörter haben bei Allah subhanahu wa ta'ala keine Bedeutung. Aber wenn du für den Islam etwas tust und du bist bekannt bei Allah, du musst nicht bei den Menschen bekannt sein, bei Allah, dann weiß Allah, wer du bist. Und Allah ehrt dich durch das, was du für ihn tust. Und er wird niemals das vernichten, was du getan hast. Deswegen bemühe dich, im Islam etwas aufzubauen. Ist schön, dass du einen Beruf hast. Das ist eine Seite. Und das ist nicht die wichtigste Seite. Bei Allah, pass auf. Das ist eine Seite. Ich komme durchs Leben, durch meinen Beruf. Allah hat mir diesen Riss gegeben. Okay, Auspunkt, Schluss, Khalas. Das ist die Seite. Aber dein größtes Bekümmernis muss was sein? Dass du für den Islam etwas tust, damit Allah Azza wa Jal dir eine Stellung gibt. Hört diesen gigantischen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, man kanat die Dunya hamma, denjenigen, dessen größtes Bekümmernis die Dunya ist, ja'ala Allahu bayna aynayhi faqra. Allah subhanahu wa ta'ala wird Armut zwischen seinen Augen schreiben. وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und er wird nichts von der Dunya bekommen, außer was Allah für ihn geschrieben hat. Mit anderen Worten, du läufst etwas hinterher, verkaufst dafür dein Paradies, nur um etwas zu bekommen, was Allah sowieso für dich geschrieben hat. Schäm dich. Dafür hast du das Paradies bekommen. Einer arbeitet 24 Stunden. Dein Risk, wallahi, ist geschrieben. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah hat geschworen darauf, dass dein Risk geschrieben wird. Allah hat das geschrieben für dich. Sei dir sicher. Aber du musst den richtigen Weg bestreiten im Leben. Und das ist Fitna. Geld und Frauen und Kinder und Macht und Position und Dinge, die dich vom Wege Allahs weit, weit wegbringen können. Aber von der anderen Seite, du musst wissen, dass du das richtige Verhältnis zueinander hast. Dunya ist eine Sache, aber viel wichtiger ist die Akhira. Wer von euch liest regelmäßig den Koran? Na, ganz im Ernst. Zeit. Sind mehr Ayat über die Dunya oder über die Akhira im Koran? Wer beantwortet mir diese Frage? Na, über die Akhira. Richtig? Mehr Ayat über die Akhira, weil Allah die Akhira für uns möchte. Dieses Leben hier in dieser Welt hat bei Allah keine Bedeutung. Sogar sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn diese Dunya bei Allah nur den Flügel einer Mücke wert wäre. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das ausgedrückt? Wenn. Das heißt, ist die Dunya so viel wie der Flügel einer Mücke? Nein. Er sagte, wenn die Dunya den Wert von einem Flügel einer Mücke hätte. Wenn, aber es ist nicht so. Dann hätte Allah dem Kafir nicht einen Schluck zu trinken gegeben. Subhanallah. Das heißt, wenn diese Dunya wirklich Wert hätte, dann hätte Allah dem Kafir hier nichts zu trinken gegeben. Hat der Kafir hier Annehmlichkeiten in diesem Leben? Natürlich, er hat alles. Er hat Geld, er hat Frauen, er hat Häuser, er hat alles. Alles an Gnaden, was Allah ihm gegeben hat. Aber diese Gnaden sind für ihn Strafe. Weil er diese Gnaden nicht nutzt, um Allah näher zu kommen, sondern er nutzt diese Gnaden, um sich noch mehr von Allah subhanahu wa ta'ala zu entfernen. Und weil er diesen Weg bestreitet, wird Allah azza wa jalla ihm weitere Gnaden geben als Strafe, damit er ganz den Weg der Tugendhaften vergisst und so stirbt als Kafir und die volle Strafe als Kafir bekommt für ewig im Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, subhanallah, wie du dein richtiges Leben führen musst. Aber der andere, er weiß ganz genau, ich
Ich muss mit dem auskommen, was Allah Azza wa Jalla mir gegeben hat. Du weißt das. Und wenn du wenig Risk bekommen hast, dann Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wenn du eine Sache entzogen bekommen hast in dieser Dunya, dann wirst du im nächsten Leben was? Etwas Besseres als dieses bekommen. Subhanallah. Das ist die Sache, liebe Geschwister. Allah Azza wa Jal ist nicht geizig im Belohnen. Abu Ubaida ibn al-Jarrah radiallahu an, er wurde in einer weiteren Überlieferung geehrt. Es kam eine Gruppe von Ahlul Yemen, von Jemen, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, sie sagten, ib'ath ma'na rajulan yu'allimuna sunna wal-islam. Schicke mit uns, entsende mit uns einen Mann, der uns die Sunna und den Islam beibringt. Gewaltiges Wissen oder nicht? Wissen, das jeder überbringen kann? Nein. Schaut mal, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. فَأَخَذَ بِيَدِي أَبِي عُبَيْدَ. Er nahm die Hand von Abi Ubaida. وقال, und er sagte, هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. Das ist der Vertrauenswürdige in dieser Umma. Nimmt ihn, er geht mit euch. Allahu Akbar. Er bringt ihn Leuten, die frisch sind, die Sunna und den Islam bei. Das Wichtigste im Leben. Denn durch die Sunna und den Islam werden sie zu Menschen Nummer 1. Werden sie zu Menschen. Schaut mal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran. Er sagt uns und er berichtet uns über die Menschen und die Djinn, denn beide sind angehalten, Allah azza wa jalla zu dienen. Beide sind angehalten, Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Und sie werden ins Höllenfeuer beide geschmissen, wenn sie folgende Eigenschaften haben. Allah beschreibt sie uns im Koran. Lahum qulubun la yafqahun biha. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht begreifen. Lahum a'yun la yubsirun biha. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Was heißt nicht sehen? Die Rechtleitung. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Und sie haben Ohren, mit denen sie nichts hören. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sie sind niedriger als das, Vieh. Das sind die Unaufmerksamen. Was nützt dir ein Herz? Und was nützen dir Augen? Und was nützen dir Ohren, wenn du damit nichts begreifst? Gar nichts. Deswegen, du bekommst erst einen Wert, wenn du den Islam verstanden hast. Wenn du den Islam angenommen hast. Wenn du deinen Herrn, Allah, erkannt hast und dein Leben für ihn ausrichtest. So wurde Abu Ubaida mit diesen Menschen entsandt, damit er ihnen das Wertvollste beibringt. Und es muss in der Tat ein Vertrauenswürdiger sein, der dir diese großartige Religion beibringt. Nimmst du dir eine Religion von jedem? Würdest du deine Religion von jedem nehmen? Ja. Aber wisst ihr, was für einen Zustand wir erreicht haben momentan? Die Kuffar bringen den Muslimen ihre Religion bei. Ha? Da kommt ein Lehrer und sagt zu den Muslimen, nö, bei euch in der Religion ist es aber so und so. Ja, dann sagt Fatima, ja, der hat doch recht, der ist Lehrer. Wallahi, das ist eine Erniedrigung. Dass ein Muslim seine Religion von Kuffar lernt, die die Feinde Allahs sind. Was denkst du, wird er mir beibringen? Und sie werden extra, und jetzt hat man auch einen Islamunterricht in den Schulen angeboten, beziehungsweise eingeführt, Nordrhein-Westfalen ist das erste Bundesland. Die sind nicht dumm, diese Leute, liebe Geschwister. Und ich möchte, dass man meine Worte klar versteht. Und auch an die Hexe Sibylle Georg. Dieser Islamunterricht hat nur einen bestimmten Sinn. Damit sie dir dann sagen, schaut mal diese Leute, wir geben ihnen was, aber sie sind damit nicht zufrieden. Was geben sie uns? Wer soll unterrichten? Dann kommt eine 19-jährige Alevitin, die keine Muslima ist. Ja, wir lernen jetzt mal Allah lieben. Salam, salam. Und dann machen sie so Unterricht. Und wer hat den Unterricht so geplant? Die Kuffar. Oder glaubt ihr, da kommt der Sohn von Sheikh Ibn Uthaymeen und macht einen Dars in Fiqh und Tawhid und Aqidah?
Oder Sheikh Saleh Fawzan wird eingeladen und er sagt, inna alhamdulillah. Glaubt ihr sowas? Nein. Da kommt eine Alevitin oder eine Qadianiyya, eine von, die sich Ahmadiyya zuschreiben, die sind nicht Ahmadiyya. Eine, die nichts mit dem Islam zu tun hat. Und die dürfen unterrichten, weil sie sowieso keinen Glauben haben. Aber dann sagt man, man hat euch doch die Möglichkeit gegeben. Was seid ihr nur für ein Volk? Ihr seid mit nichts zufrieden. Warum lässt ihr uns nicht dann den Kindern das Christentum beibringen? Warum lässt ihr nicht uns den Kindern den Islam beibringen? Sie wollen das nicht. Deswegen, liebe Geschwister, die Kinder, unsere Kinder, werden nur den Koran und die Sunna nach dem Verständnis der Salaf verstehen, wenn wir in unseren Moscheen tugendhafte, gottesfürchtige Imame finden, die ihnen die Religion beibringen. Niemand soll auf den Gedanken kommen, dass sein Kind in der Schule den Islam kennenlernt. Möge Allah uns bewahren. Subhanallah. Und das ist eine wunderschöne Geschichte. Sie hat indirekt mit Abu Ubaida zu tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte eines Tages vor Baitul Haram gebetet. Und da sagte der Feind Allahs, sein Onkel Abu Jahl, bei Allat und Uzza, der schwört auf die Götze. Wenn wir sagen, bei Allah, wir dürfen nur schwören auf Allah. Du darfst niemals auf etwas anderes schwören, außer auf Allah. Du darfst niemals sagen, ich schwöre auf meinen Vater, ich schwöre auf meine Mutter, ich schwöre bei den Glubschaugen meines Onkels. Du darfst darauf nicht schwören, denn das ist Schirk. Du darfst nur auf Allah, seine Namen und Eigenschaften schwören, auf nichts anderes. Er sagte, dieser Kafir, bei Allat und Uzza, wenn Muhammad kommt, werde ich ihm seinen Hals abschlagen, seinen eigenen Onkel. Ich werde ihm den Kopf abschlagen. Könnt ihr euch vorstellen, und ich frage euch diese Frage, liebe Geschwister, dass man im Herzen plant, einen Propheten zu töten? Die Propheten sind barmherzig? Ja oder nein? Waren sie die besten Menschen mit den besten Eigenschaften? Ja, Wallah. Und wen wollte er töten? Den mit den allerbesten Eigenschaften, der barmherzigste unter allen Propheten war. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Er wollte ihn töten. Den barmherzigsten aller Barmherzigen wollte er töten, liebe Geschwister. Warum? Weil er ein Kafir durch und durch war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat gerade Surah An-Najm gelesen. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى. Schöne Ayat. Wir haben nicht leider viel Zeit, sie zu übersetzen. Aber Surah An-Najm ist, glaube ich, 50, 51, 52, 53, sowas in dem Dreh. Da könnt ihr die Ayat nachlesen. Und er las dann die letzten Ayat von dieser Surah. Und schaut mal, subhanallah, wisst ihr, warum damals die Leute schnell Muslime geworden sind? Weil sie den Koran, was? Verstanden haben. Sie haben ihn verstanden. Warum heute die Araber, wenn du Koran vorliest, der weiß nicht mal, ob das Koran war oder nicht. Ein Bruder sagte mir, er war in Ägypten. Und da waren zwei Studenten, die haben nur Hocharabisch miteinander geredet. Hocharabisch. Auf einmal sagt der Taxifahrer, weil sie Juhal sind, Sadaqallahu al-Azim. Der dachte, die sagen Koranverse. Aber die haben nur Hocharabisch geredet. Aber er hat nicht mal das Hocharabisch verstanden. Deswegen sagte er Sadaqallahu al-Azim, weil er dachte, die haben gerade Koran-Ayat gelesen. Schaut mal, subhanallah, in welchem Zustand wir uns befinden. Wir haben keine Ahnung mehr über die arabische Sprache. Subhanallah, dann las er diese Ayat. Und er las die letzten Ayat von Surah An-Najm. Da sagt Allah, der Glorreiche, أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْجَبُونَ. Wundern Sie sich etwa über dieses Zeichen? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ. Und ihr lacht, aber ihr weint nicht. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. Und dann sagt Allah eine Aya, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. So wirft euch vor Allah nieder und betet ihn an. Als diese Aya herabgesandt wurde, hat sich hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam alles niedergeworfen. Die Muslime, die Mushrikun und die Djinn und die Menschen. Alles hat sich niedergeworfen. Subhanallah.
sogar die größten Kuffar. Warum? Weil der Koran, wenn man ihn in sein Herz eindringen lässt, er überwältigt den Menschen. Wallahi billahi tallahi. Wenn der Koran einmal in dein Herz eindringt, mit einem sauberen Herzen, nicht, dass du anfängst, den Koran aufzumachen und du sagst, jetzt suche ich mal, welche Verse über Zwangsheirat sprechen. Hier gehst du mit welcher Nähe rein? Mit welcher Absicht? Mit einer böswilligen Absicht. Deswegen wird der Koran nicht in dein Herzen. Aber wenn du sagst, okay, ich will mich neutral informieren, sei dir sicher, der Koran wird dich bewirken. Der Koran wird dich bewirken. Warum haben die Kuffar damals gesagt? لا تسمعوا لهذا القرآن. Hört nicht diesem Koran zu. والغوا فيه. Und redet dazwischen. Redet dazwischen. لعلكم تغلبون. Damit ihr die Oberhand bleibt. Damit ihr die Oberhand gewinnt. Das heißt, dass der Koran nicht in die Herzen der Menschen dringt. Und das ist, was man heute in den Zeitungen schreibt. Hassprediger. Warum sagen sie Hassprediger? Wisst ihr warum? Damit man erst gar nicht sich mit was beschäftigt, mit dem Islam. Aber die Ärmsten, je mehr sie Schlechtes über den Islam schreiben, desto mehr Kinder von ihnen werden Muslime. Das machen wir nicht. Glaubt nicht, dass das unsere Worte sind. Das ist Allahs Plan. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Allah, er hat seinen Plan. Er hat das schon geschrieben, dass Erik und Bernd und Thomas Muslime werden. Allah hat das geschrieben. Und ganz gleich, was du machst, er wird Muslim werden. Und wenn du 10 Berichte am Tag bringst bei Shaitan TV, Spiegel TV und Stern TV, wie sie das alles nennen. Das sind alles Medien, um die Muslime vom Weg abzubringen. Aber subhanallah, hätten sie das Geld für uns investiert, dann hätten wir ihnen vielleicht noch ein Geschenk gekauft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat diese letzten Ayat gelesen, wo es um die Niederwerfung ging und alles hinter ihm hat sich niedergeworfen. Menschen, Muslime, Dschinn, und auch, liebe Geschwister, die Mushriku, die Kuffar, alle haben sich niedergeworfen. Warum? Der Koran, wenn du es so nennen willst, der Koran hat sie überwältigt. Halas, überwältigt. Sie konnten nichts mehr tun. Und eines Tages kam es dann zu der Schlacht von Uhud. Uhud war welche Schlacht in der islamischen Geschichte? Welche Schlacht? Schwer, hä? Die zweite Schlacht in der islamischen Geschichte. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, radiallahu anh, der bereits schon in Badr an der ersten Schlacht teilgenommen hat, er nahm ebenfalls an der Schlacht von Uhud teil, liebe Geschwister. Und als der Kampf im Höhepunkt war, als die Menschen kämpften, manche für Allah und andere, wal-iyadu billah, für ihren Shaitan, so kam dann Anas ibn Nadr zu den Muslimen und er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde getötet. Was machten einige Muslime? Sie legten dann ihre Waffen nieder. Sie sagten, was nützt uns noch unser Leben? Subhanallah. Schaut mal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist nur ein Gesandter Allahs. Vor ihm waren auch andere Gesandte. Aber wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam stirbt, werden wir dann den nicht mehr anbeten, der ewig lebt? Und das ist Allah. Muhammad ist bei uns in unserer Religion nur ein Diener Allahs. Aber Allah ist derjenige, der angebetet wird. Nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Prophet, den wir lieben, liebe Geschwister. Manche legten die Waffen nieder. Sie sagten, was nützt uns noch unser Leben? Dann sagte man zu ihnen, steht auf und sterbt für das, wofür der Prophet gestorben ist. Steht auf und sterbt für das, wofür der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. Und tatsächlich war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aber noch nicht tot. Aber, sallallahu alaihi wasallam, er wurde sehr schwer verletzt. Und einer der Feinde Allahs traf ihn mit seinem Schwert. Und Blut floss aus dem gesegneten Kopf des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und die Schwerter richteten sich alle gegen den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man wollte ihn auslöschen, um die Botschaft des Islam zu vernichten. Plötzlich sah Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh, einen Reiter auf den Propheten zufliegen. Abu Bakr sagt, ich habe nur Bittgebet zu Allah gemacht, Dua zu Allah gemacht, dass dieser Reiter nichts Schlechtes mit sich bringt.
weil es sah nicht gut aus für den Propheten. Und Abu Bakr sah ihn von Weitem. Ja Allah, lass diesen Reiter nur ein guter Reiter sein. Und er sagte, Abu Bakr, man hatte den Anschein, dass dieser Reiter auf den Propheten Mohammed zufloh. Und der Prophet war umzingelt von den Kuffar. Und dann sagte Abu Bakr, als ich näher hinsah, sah ich, dieser Reiter war Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Subhanallah. Er kam von wo mit niemand gerechnet hat. Und er verteidigte den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und ich bin mir sicher, liebe Geschwister, jeder, der jetzt meine Worte hört, der hört, was dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam angetan wurde, dessen Herz zerreißt gerade in Stücke. Wie wäre die Situation, wenn wir jetzt dabei gewesen wären? Wir hätten, wenn wir bei ihm wären, unsere Seelen und unser Geld und unsere Frauen und unsere Kinder hergegeben, nur damit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht ein Leid zugefügt. Er ist uns mehr wert als uns selber. Wenn du diesen Glauben trägst, dann wallahi herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch zu der Tür zum Paradies und möge Allah dich befestigen auf diesem Weg. Die Schlacht von Uhud. Die Schlacht von Uhud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war schwer verletzt. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser eine Shaitan, dieser Feind Allahs, er hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so schwer verletzt, dass so etwas wie ein Metallring in den Wangen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und er steckte tief drin. Dann kam Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Er wollte ihm dieses aus dem Gesicht entfernen. Abu Ubaidah sagte zu ihm, O Abu Bakr, bei Allah, lass mich dieses aus dem Gesicht vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausziehen. Und Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an, er hat es ihnen erlaubt. Wisst ihr, was Abu Ubaidah gemacht hat? Er steckte dann dieses Metallstück, was in den Wangen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, er biss darauf mit seinen Zähnen und zog es heraus. Blut strömte danach aus seinem Mund heraus, seine Zähne fielen ab, aber er war froh darüber, dass er ein Metallstück aus dem Gesicht des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam herausgezogen hat. Würdest du deine Zähne geben für deine Mutter oder Vater? Viele hätten sich sofort entschieden, nein, das sind meine Zähne. Okay, mein Vater und meine Mutter auf meinen Kopf, aber ich würde das nicht machen. Was hat er gemacht? Abu Ubaidah radiallahu anhu. Als er gesehen hat, der Prophet sallallahu alaihi hatte immer noch ein Stück, dann stand er auf und er machte dieses erneut und er zog es raus mit seinem blutigen Mund, der erneut wieder blutete, nur damit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Leid zugefügt wird. Subhanallah, wer hätte dieses in Kauf genommen? Aber schaut, wie sehr sie ihn geliebt haben, diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und in diesem Zeitpunkt, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schwer verletzt war und die Muslime besiegt wurden, kam eine Ayah herab. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und werdet nicht schwach und seid nicht traurig und ihr seid die Sieger, wenn ihr Gläubige seid. In welch einem Zeitpunkt ist diese Ayah herabgesandt worden, als die Muslime was waren? Na? Verletzt. Sind wir jetzt auch verletzt? Guck mal, Allah hat uns die Lösung gegeben. Er wird uns stark machen in كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, wenn ihr gläubig seid. Sind wir gläubig? Wenn wir gläubig wären, dann wäre der Sieg da. Denn wird Allah sein Versprechen brechen? Nein. Aber leider, die Muslime haben den Vertrag mit Allah gebrochen. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. So haben wir doch Allah versprochen, oder? Und wie viel haben wir davon eingehalten, liebe Geschwister? Subhanallah. Einmal, als später Abu Ubaidah radiallahu an, Amir war von einer Gruppe von Muslimen, so waren sie in einer Schlacht und sie waren sehr, sehr hungrig gewesen. Subhanallah, wisst ihr, dass sie teilweise an einem Dattelkern tagelang gelutscht hatten und sie haben zwischendurch Wasser getrunken, nur damit sie nicht verdursten und verhungern. So war die Situation der Muslime, liebe Geschwister. Das alles haben sie für den Islam gemacht. Alles nur für den Islam. Und einmal waren sie so hungrig, dass sie gedacht haben, sie werden gleich sterben. Auf einmal sahen sie in der Nähe des Meeres dann ein Tier, was schon tot war. Und was schon tot war, wie nennen wir das im Arabischen? Na?
Meta. Dürfen wir das essen, Meta? Oh, mashallah, guten Appetit. Ein Bruder sagt ja. Dürfen wir es essen? Nein. Nein, wir dürfen es nicht essen. Und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sagte, keiner isst von diesem Tier. Die Muslime waren schon. Ihr müsst euch vorstellen, nichts gegessen. Wallahi, selbst ein hässlicher Adler, der an dir vorbeifliegt, du findest ihn appetitlich. Warum? Weil du hungrig bist. Sie sahen dieses Tier, sie wollten sich darauf stürzen, Abu Ubaidah hat es ihnen verboten. Aber dann, subhanallah, schaut mal, hat er sein Ijtihad geändert. Dann hat er seine Ansicht geändert, er hat gesagt, ihr könnt davon essen. Warum hat er das getan? Wer sagt mir das? Na? Tfadal. Weil sie nichts anderes hatten zu essen. Was wäre passiert, wenn sie nichts gegessen hätten? Na, sie wären gestorben. Gibt Allah uns eine Lösung im Koran dafür oder nicht? فَمَنْ طُرَّ غَيْرَ بَارٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلِهِ. Derjenige, der aus Zwang, aus einer Notlage heraus etwas macht, aber dabei nicht übertreibt, so liegt keine Sünde auf ihm. Und das ist Fiqh. Es gibt Leute, die hätten gesagt, nein, das ist verboten, wir sterben. Schaut mal, subhanallah, Religion ist Verständnis, liebe Geschwister. Warum hat er das gemacht? Weil Allah uns diesen Ausweg gegeben hat. Also, sagen die Sahaba, haben wir an diesem Tier 15 Tage gegessen. In einer anderen Überlieferung einen Monat. Einen Monat haben sie davon gegessen. Subhanallah. Und schaut mal. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Und wer Allah fürchtet, den schafft er einen Ausweg. Sind sie gestorben oder nicht? Nein. Allah hat ihnen diesen Ausweg geschenkt. Warum? Weil Allah weiß, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde darüber informiert, dass sie ein totes Tier gefunden haben, von dem sie gegessen haben. Da schickte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihnen eine Nachricht, ob sie ihm auch von diesem Tier etwas zu essen schicken können. Schickt mir auch von diesem Tier etwas zu essen. Schaut mal, bitte versteht das. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hatte nicht genug zu essen. Hätte er nicht alles besitzen können, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Kamen nicht die Kuffar und sie haben ihm gesagt, wenn du Geld möchtest, wir geben dir Geld. Wenn du Macht möchtest, wir werden niemals mehr eine Entscheidung treffen, ohne dass wir dich vorher befragen werden. Wenn du Frauen möchtest, wir werden dir die hübschesten Frauen bringen. Hat er angenommen? Nein. Warum? Weil er wusste, dass er von Herz zu Herz diesen Islam zu den Menschen übertragen ist. Und leider haben wir eine irregehende Gruppe, die sich Hizb al-Tahrir nennt, möge Allah diese Leute recht leiten, die sagen, du brauchst ein Khalifat, um deine Religion zu praktizieren. Wallahi, diese Überlieferung zeigt etwas ganz anderes. Denn wollte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machen, dann hätte er es an dieser Stelle nehmen können und hätte gesagt, ist doch viel besser und leichter, oder? Hat er es genommen? Nein. Subhanallah, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, schickt uns auch etwas von diesem Essen, damit wir essen können. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als er verletzt wurde und Abu Ubaidah ihm zur Seite stand, das war ein Ereignis, was wir nicht vergessen sollten, wie sehr sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geliebt haben, Allah und seinem Gesandten. Und dann passierte etwas in der Schlacht von Badr, liebe Geschwister. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem Hadith Qudusi über Ahlul Badr, über die Leute von Badr, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Macht, was ihr wollt, ich habe euch bereits schon vergeben. Ist schon passiert. Zu den Leuten von Badr. Das heißt, wo sind sie? Im Paradies. Niemand von ihnen wird in der Hölle bestraft. Wer hat daran teilgenommen an der Schlacht von Badr? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Und in dieser Schlacht passierte etwas, was niemand von uns sich vorstellen kann, liebe Geschwister. Eine richtige Fitna für unseren heutigen Helden. Die Kämpfer von den Kuffar, sie kamen Abu Ubaidah nicht nah. Abu Ubaidah war ein Mann, ein starker Mann. Aber heutzutage, woran wird Männlichkeit gemessen? Schaut mal, liebe Geschwister, wallahi, der Begriff Männlichkeit ist total verloren gegangen. Einer denkt heute, er ist ein Mann, weil er eine Flasche Raki zu Ende trinken kann. Ein anderer denkt, der ist ein Mann, weil er sagt, dass er ein Mann ist. Und wenn du es tausendmal sagst, das ist noch keine Bestätigung, dass du ein Mann bist. Ein Mann ist derjenige, der sich unter Kontrolle hat. Der seine Schritte kontrollieren kann. Das ist ein Mann, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam
uns die Männlichkeit beschrieben, liebe Geschwister. Die Kämpfer, sie kamen Abu Ubaida nicht nah. Außer einer Person, dieser hat es auf Abu Ubaida abgesehen. Abu Ubaida hat versucht, diese Person zu umgehen. Aber diese Person ging immer wieder in die Richtung von Abu Ubaida und er wollte ihn sogar töten. Er hatte die feste Absicht, ihn zu töten. Wisst ihr, wer diese Person war? Nein, sein Vater. Sein Vater. Allahu Akbar. Was für eine Fitna. Die Muslime kämpften gegen die Kuffar. Und der Vater war auf der Seite der Kuffar. Und er wollte seinen eigenen Sohn töten. Sein Sohn hat versucht, ihn zu umgehen. Aber als er gesehen hat, sein Vater war, er war entschlossen, ihn zu töten. So hat er ihn getötet. Abu Ubaida ibn al-Jarrah tötete seinen eigenen Vater. Und er wurde von Allah subhanahu wa ta'ala gelobt. Und niemand soll sich schämen dafür. Wir erklären es. Es gibt Leute, die leider die Religion nicht verstanden haben, liebe Geschwister. Denn diese Religion fordert von dir Wala und Bara. Das bedeutet, dass du für Allah liebst und für Allah azza wa jal nicht liebst, liebe Geschwister. Schaut mal, subhanallah. In unserer Religion ist es so. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. Der stärkste Knoten bedeutet, der stärkste Iman, der beste Glauben ist, dass du für Allah liebst und für Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebst. Auf welche Seite war sein Vater? Auf die Seite der Kuffar. Wollten die Kuffar den Propheten sallallahu alaihi wa sallam töten? Wollten die Kuffar die Botschaft des Islam auslöschen? Wollten die Kuffar die Muslime töten? Ja oder nein? Ja. Will man diesen Mann Vorwurf machen, dass er sich verteidigt hat? Hat er sich als erstes seinen Vater in den Weg gestellt oder nicht? Hat er oder hat er nicht? Nein. Er hat versucht immer wieder auszuweichen. Aber dieser Mann war entschlossen, seinen eigenen Sohn zu töten. Dann tötete Abu Ubaida ibn al-Jarrah seinen eigenen Vater. Für wen? Für Allah. Das heißt für dich, du liebst für Allah und du liebst nicht für Allah. Du liebst niemals, wenn es auch dein Vater ist oder dein Bruder oder deine Schwester oder deine Kinder oder dein Vermögen ist, du liebst diese Dinge niemals mehr als Allah und seinen Gesandten. Und derjenige, der diese Dinge mehr liebt als Allah und seinen Gesandten, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَتَرَبَّسُوا, so wartet ab, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, bis Allah mit seiner Entscheidung kommt, das heißt, danach kriegt ihr die Strafe. Du darfst niemals etwas mehr lieben als Allah. Wer hat dir das Leben geschenkt, was du gerade lebst? Allah. Wer versorgt dich mit allem, was du im Leben brauchst? Allah. Und wer ist derjenige, der es in der Hand hat, ob er dich ins Paradies oder ins Höllenfeuer eingehen lässt? Khalas. Wer jetzt noch sagt, ich liebe trotzdem etwas mehr als Allah, wallahi, der ist ein Verlierer. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Und es gibt welche unter den Menschen, sie lieben etwas anderes, wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Aber die Gläubigen sind stärker in ihrer Liebe zu Allah. Die Gläubigen lieben Allah am meisten. Alles andere ist unter der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn du eine Sache mehr liebst als Allah, dann ist das eine Schirkliebe. Wal'iyadu billah. Wenn du eine Frau hast, mit der du verheiratet bist, und sie sagt dir, gebe den Islam auf oder ich werde mich von dir scheiden lassen, und du sagst, nein, lieber bleibe ich bei dieser Frau, dann hast du eine Schirkliebe zu ihr. Und wal'iyadu billah, wenn du so stirbst, dann wirst du für ewig ins Höllenfeuer gehen. Khalas, das ist unsere Religion. Wie kannst du etwas mehr lieben als Allah? Wer hat deine Frau erschaffen? Wer? Allah. A'udhu billah. Dann liebst du sie, diese verdorbene Frau im Übrigen, mehr als denjenigen, der so barmherzig zu dir war. Einer, wal'iyadu billah, wir sehen das. Der kommt zu einer Arbeit. Man sagt ihm, nein, schau mal, wenn du bei mir arbeitest, du darfst deine Religion nicht praktizieren. Der lästert.
Der lässt dann die Arbeit, der lässt dann die Religion. Er sagt, es mir egal, weil ich muss doch versorgt werden, ansonsten sterbe ich. Wer hat dich bis jetzt versorgt? Wie alt bist du? Du bist 25 Jahre alt. Wer hat dich 25 Jahre versorgt? War es nicht Allah? Und Allah, der dich 25 Jahre versorgt hat, er wird dich auch noch die weiteren Jahre versorgen, weil er das sich zur Aufgabe genommen hat. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Es gibt kein Lebewesen auf dieser Welt, dessen Versorgung nicht einzig und wen alleine obliegt. Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, aufpassen. Du darfst nichts mehr lieben als Allah. Und Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, er hat uns ein Beispiel gegeben von Wala und Bara, dass du nur für Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Du liebst einen Muslim, auch wenn du ihn noch nie gesehen hast und er auch am weitesten von dir entfernt wird. Du liebst ihn. Warum? Für Allah. Und du hast den Glauben. Du hast den Glauben der Kuffar. Warum? Weil sie wen verleugnen? Allah. Einer, der die Feinde Allahs liebt. Wallahi, seid euch sicher, mit dem stimmt fast nicht. Ja, ayyuhal ladhina amanu, la tattachidhu aduwi wa aduwakum, ha? Awliya, tulquna ilayhim bil mawadda. O ihr, die ihr glaubt, nehmt nicht meinen und eure Feinde zu? Awliya. Das heißt, liebt sie nicht vollkommen, unterstützt sie nicht vollkommen, tut nicht alles, damit ihr ihnen zum Sieg fällt. Wer das macht, der hat leider den Islam verlassen. Er gab uns ein Beispiel von Wala und Bara, die richtige Liebe für Allah und den Hass für alles andere, was nicht mit der Liebe zu Allah zu tun hat. Und als der Prophet Muhammad s.a.w. starb, musste ein Khalif ausgesucht werden, liebe Geschwister. Abu Bakr radiallahu an, er nahm die Hand von Umar und die Hand von Abu Ubaidah und sagte, einer von ihnen sollte gewählt werden. Schaut mal, wie bescheiden er ist. Abu Bakr, er nahm die Hand von Umar und von Abu Ubaidah, einer von ihnen sollte gewählt werden. Allah hat mit Umar den Islam gestärkt, sagte Abu Bakr. Und der Prophet Muhammad s.a.w. hat Abu Ubaidah zu den Vertrauenswürdigen dieser Umma ernannt. Beide aber, Umar und Abu Ubaidah, sagten zu Abu Bakr, niemals werden wir dir zuvorkommen. Sie streckten dann beide ihre Hände aus, um ihm die Bay'ah zu geben, um ihm das treue Eid zu geben, liebe Geschwister. Und Umar ibn al-Khattab, radiallahu an, als er im Sterbebett lag, dann sagten die Muslime zu ihm, Ja Amir al-Mu'minin, lau stakhlafta, wenn du doch nur jetzt einen Khalifen erwählst, du stirbst. Du sollst aber vor deinem Tod noch einen Khalifen erwählen. Dann sagte er, لو كان أبو عبيدة ابن الجراح حيا استخلفته. Wenn Abu Ubaidah noch am Leben wäre, hätte ich ihn als Kalifen gemacht. Das sind Zeugnisse von Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala gefürchtet haben, liebe Geschwister. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك